Oh, Freunde, was soll ich euch sagen, Alter? Guck dir das an, wie ein Penner. Na, es ist aber auch Sonntag, sind wir doch mal ehrlich. Ist doch Jogginghose, Schlappen, die Haare, wie als wärst du gerade aus dem Bett. Ich bin auch gerade aus dem Bett. Demnach gucken wir einmal heute, was der Markt so hat, Freunde. Wir machen einen ganz gemütlichen Sonntagsplausch. Gucken uns einmal den Markt so an, was gibt es Neues. Wir gucken uns News an. Wir haben nämlich morgen ein wichtiges Datum. Nein, nicht nur Russland. Aus menschheitlicher Sicht gesehen, ist das überhaupt ein richtiges Wort? Aus menschheitlicher Sicht gesehen ist morgen ein sehr, sehr wichtiger Tag wegen Russland. Da ist ja die Siegesparade und so und mal gucken, was dann so passiert. Aber auch kryptomäßig ist morgen ein Datum, weil Instagram da was Schönes vorhat, Freunde. Also jetzt, hä? Instagram, ja, kryptobezogen. Also kryptobezogen machen die was Schönes und, ja. Haben wir noch sehr, sehr gewagte Prognosen von einem Krypto-Experten, die wir uns mal angucken und schauen, ob wir da mitgehen. Ganze Sache, Freunde, kennt ihr. Nach dem Intro. Ja! Mann, ey! Hello, Crypto Gang! Greeted from Savox! So, liebe Freunde, NFT-Massenadaption, Instagram plant Integration von Ethereum, Polygon, Solana und Flow NFTs. Ab 9. Mai startet Instagram ein Pilotprojekt zur Implementation von Non-Fungible Token. Das heißt doch im Leben nicht Implementation. Implementierung, oder? Implementation, ja, das ist ein Holy. Holy ist übrigens unser Sponsor. Das ist ein Startup aus Berlin und versorgt uns mit Energy-Ersatzdrinks, die sogar noch gesund sind, ohne Zucker und so. Da haben wir auch voll viele Geschmäcker und so, schaut euch das mal an. Holt euch was davon, Freunde, Link ist in der Videobeschreibung. Mit unserem Link habt ihr übrigens 10% auf alles. So machen wir weiter. Also, ab 9. Mai startet Instagram ein Pilotprojekt zur Implementation von NFTs für ausgewählte Nutzer in den USA. Zukünftig sollen Instagram-Nutzer die Möglichkeiten erhalten, ihre eigenen NFTs auf den Blockchains Ethereum, Polygon, Solana und Flow mit ihrem Instagram, oh mein Gott, Schlaganfall, mit ihren Instagram-Accounts zu verbinden. So, jetzt haben wir's. Freunde, jetzt mal diese ganze DeFi-Debatte hin und her und so, ne? Die wollen auch gucken, dass die uns so Sachen wie Metamask und sowas mit bei Insta einbinden, was schon zugegeben cool wäre. Aber was heißt eigentlich wir? Also wie wir gelesen haben, ist das erstmal ein Pilotprojekt und auch nicht hier bei uns nutzbar. So wie ich es jetzt verstehe, zumindest nur für Nutzer in den USA. Und je nachdem, wie das dann da ankommt oder funktioniert, denke ich, kommt das hier bei uns dann auch mal irgendwann. Durch das Verbinden ihrer Wallet sollen Benutzer so die Möglichkeiten erhalten, den Besitz ihrer NFTs zu verifizieren. Zudem können verifizierte Eigentümer ihre NFTs als Avatar nutzen, sowie die Ersteller der jeweiligen Non-Fungible Tokens verlinken können. Das ist insoweit eine coole Sache, Freunde, weil seit langem schon viele genau danach geschrien haben, also ihre Profilbilder als NFTs hochzuladen und so. Jetzt könnten natürlich einige sagen, ja okay, sag mal, wofür brauche ich das jetzt? Das stimmt im Prinzip schon, so als normaler Mensch in Anführungszeichen juckt dich das jetzt nicht wirklich, ob du das kannst oder nicht. Warum auch? Was wäre jetzt so erstmal grundprinzipiell der Nutzen? Aber ich kann euch auf jeden Fall einen guten Use Case nennen. Also schaut euch mal nur bei uns im Krypto-YouTuber-Bereich um. Wie viele Fake-Profile haben wir? Und die ganze Geschichte ist absolut nicht harmlos, Freunde. Da entstehen tatsächlich große finanzielle Schäden. Einige sind tatsächlich schon drauf reingefallen und ich habe auch schon mit Leuten geschrieben, die Anzeige gegen Unbekannt erstellt haben und was nicht alles. Wenn die Technologie dann bald mal so weit ausgereift ist, dass ich auch mein ganz normales Profilbild als NFT absichern lassen kann, sage ich jetzt mal, also dann kann da kein rumänischer Scammer mehr kommen und mein scheiß Kanal faken. Das ist sowas ähnliches dann wie blauer Haken auf Insta und so, versteht ihr? Somit kann ich als Krypto-Gang natürlich immer nachweisen, dass ich der Echte bin, zum Beispiel, und weniger Leute werden abgezogen mit ihrem Geld und gehen Betrüger auf dem Leim. Also an sich ist die Idee wirklich top. Inwieweit das dann jetzt wirklich umsetzbar ist, das weiß ich nicht. Aber das werden wir, wie gesagt, in dem oh mein Gott, ich habe heute einen Schlaganfall. Das werden wir dann in dem Pilotprojekt sehen, weil dafür ist es ja. So, jetzt haben wir es grammatikalisch auch wieder. Dann haben wir den Markt, Freunde. Wisst ihr ja, der Markt. Und eins mal vorweg, ich bin wirklich unfassbar stolz auf unsere Community, wie hier das allgemeine Mindset ist. Also wirklich. Habe ich auch schon heute Morgen in unserer Telegram-Gruppe groß angepriesen. In voll vielen Communities ist gerade die große Panik am Start. Ja, aber ihr habt doch gesagt. Und ja, ich bin so dick im Minus und Hier bei uns sind alle voll am Chillen. Alle freuen sich und wollen schön DCA betreiben und nachkaufen. Also machen wir hier doch nicht so viel falsch, wie uns einige immer vorwerfen. Was den Markt aber angeht, Freunde, wie gesagt, morgen wird ein wichtiger Tag. Wir beschwören jetzt nichts bei, aber sollte morgen in Russland was Dramatisches verkündet werden, gibt ja viele Gerüchte und so, wie gesagt, abwarten, dann könnte der Markt im Zweifel auch nochmal mit harten Abverkäufen reagieren, sollte klar sein, aber jetzt gerade viele als scheißen zugegeben hart rein, Bitcoin war unter 35 mittlerweile, die 30 anzutesten ist jetzt, glaube ich, erstmal für niemanden mehr unrealistisch. Dann haben wir im Zuge dessen aber Folgendes: Bitcoin
Experte sagt Sprung auf 100.000 viel wahrscheinlicher als Crash auf 30.000. Und da dachte ich mir dann, Digga, was? Okay, bin gespannt, wie kommt der Gute darauf? Ein Krypto-Experte ist trotz der momentanen Schwäche vom Bitcoin überzeugt davon, dass es für den Kurs der marktführenden Kryptowährung eher auf 100.000 US-Dollar geht, als zurück unter 30.000 US-Dollar. Der Urheber dieser durchaus gewagten Prognose ist der Analyst Credible Crypto. Der sagt jetzt nämlich, Freunde, dass Bitcoin genauso gut für eine Überraschung sorgen könnte und zurück über das bisherige Rekordhoch, also wir sollen nochmal neues All-Time High jetzt setzen, sogar bis in den sechsstelligen Bereich springen könnte. Gewagt, gewagt. Die Begründung für diesen Optimismus sieht der Experte im historischen Vergleich. So konnte BTC im Jahr 2019 zum Beispiel wieder deutlich nach oben klettern, obwohl die Analysten damals ebenso eine Kapitulation vorausgesagt hatten. Die prognostizierten Tiefstände wurden erst deutlich später im März 2020 erreicht, nachdem der Kurs zuvor in altbekannte Höhen vorgedrungen war. Auch dieses Mal könne es wieder so kommen. So, und da war der erste Punkt, Freunde, wo ich wieder mit meiner eventuell etwas verdrehten Logik eingreifen musste. Also, hat der Mann Großbild Activated eventuell vergessen, dass wir 2019 nicht so kurz vor einer atomaren Weltkriegs-Eskalationssituation standen, nicht auf dem Boden von Europa einen Krieg mit hunderttausenden Toten hatten, die Inflation 2019 nicht bei 8,2 Prozentpunkten stand, 2019 die Weltwirtschaft nicht kurz vorm Kollaps stand, die Angst im Markt 2019 eben nicht so brachial wie heute war? Oder bin jetzt wirklich ich hier wieder der Dumme? Sagt es mir, Freunde. Wenn es so ist, dann ist okay. Also wenn mir jemand belegen kann, warum ich jetzt der Dumme bin, ist okay. Aber bitte, bitte gib mir Gewissheit. Ich hasse diesen Zwischenzustand, wo ich nicht weiß, ob ich recht habe oder nicht. Kann man diese Fakten und Umstände wirklich einfach mal außer Acht lassen und nicht davon mit ins Gewicht nehmen? Kommentare natürlich unten rein, Freunde, und wir schauen weiterführend, was er dazu sagt. Unter Zuhilfenahme der sogenannten Elliott-Wellen zeigt Credible Crypto auf, wie Bitcoin ihm schon bald im Bereich zwischen 100.000 und 200.000 US-Dollar die nächste Deckenbildung vollziehen könnte, ehe ein Abschwung folgt, der den Kryptomarktführer womöglich sogar wieder zurück unter 30.000 US-Dollar crashen lässt. Gut, ich bin jetzt nicht unbedingt, Freunde, der Elliott-Waves-Experte, aber hier ist meiner Meinung nach ein ganz klarer Fehler in seiner Denkweise, vor allem zum jetzigen Marktzeitpunkt. Im Kern ist das ja alles nur eine Theorie, also nur mal jetzt vorweg. Weil alle berufen sich irgendwie immer darauf, dass die Elliott Waves die einzige Wahrheit sind. Das ist eine, das ist eine Theorie. Eine von viel. So. Und man beruft sich damit so auf den goldenen Schnitt. Also man hat Daten, klar, aus der Vergangenheit. Man zieht sich daraus einen Durchschnitt, soweit klar. Und daraus errechnet sich dann so eine gewisse Abfolge. Das ist jetzt natürlich total vereinfacht dahergesagt. Und ja, also Fibonacci und so kommt da auch noch mit in die Berechnung. Aber so ist das Grundgerüst ungefähr. Und das Ziel von alledem ist, daraus so ungefähr ein Muster im psychologischen Kaufverhalten zu erkennen und zu bestimmen. Das eben macht man mit den sogenannten Elliott Waves. Also für alle die bis heute nicht wussten, was die Elliott Waves Theorie ist. Jetzt merkt ihr vielleicht aber schon, Freunde, Psychologie und Käuferverhalten, Massenpsychologie. Ja, wie eben gesagt, das war 2019 anders und davor die Jahre auch, weil da, wir hatten da schon keine fast schon offizielle Weltkriegssituation. Also Weltkrieg so mit vorgehaltener Hand. Weil wir sind hier eben gerade in einer absolut neuartigen, nie dagewesenen Situation. Das ist hier gerade etwas, was wir aufs Marktsegment gesehen so noch nie durchmachen mussten. Das hatten wir alle noch nie. Mal jetzt davon abgesehen, dass die Elliott Waves Theorie irgendwie aus den 1930er Jahren kommt. Also auch wahrscheinlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Klar, die wurde immer so ein bisschen nachjustiert, aber ihr wisst schon, was ich meine. Die ist nämlich eigentlich auf Aktien anzuwenden. Und jetzt frage ich mich, wie willst du denn den goldenen Schnitt auf etwas anwenden, was noch nie so passiert ist? Kann mir das einer von euch erklären oder sehe ich das falsch? Meine persönliche Meinung diesbezüglich ist ganz klar. Die Elliott Waves Theorie ist auf den aktuellen Marktzeitpunkt nicht anzuwenden. Und deswegen lehne ich seine Prognose schon mal vorab von 100.000 gerade einfach schlicht ab. Ja, ich weiß, Freunde, im Videotitel steht, die Elliott Waves Theorie ist falsch. Ich habe da auch zugegebenermaßen jetzt ein bisschen mit Clickbait gearbeitet, weil ich meine damit nicht, dass sie per se falsch ist. Sie ist gut. Sie ist sehr gut. Großbild activated. Aber zu normalen Marktzeitpunkten, wo wir nicht 20.000 immense Wellenbrecher, kleines Wortspiel an der Stelle, um uns herum haben. Ich meine, hallo? Krieg eventuell? Inflation? Finanzsystem? Kracht gerade ein? Weltwirtschaft?
Daraus kannst du jetzt gerade keinen goldenen Schnitt ziehen. Sorry. Viel zu viele Gamechanger gerade um uns herum. Deswegen sage ich ganz klar, jetzt gerade ist die Elliott Waves Theorie falsch. Sie ist nicht anwendbar. Wie gesagt, Freunde, das ist meine Meinung. Ich bin natürlich auf eure in den Kommentaren gespannt. Die gucke ich mir auch sehr, sehr gerne an. Und wir lesen einfach mal weiter. Dahingehend ergänzt er zwar, dass ein sofortiger Abschwung zwar im Rahmen des Möglichen ist, dennoch gibt er zu bedenken, er hält das also im Rahmen des Möglichen. Nochmal, da ist ein großer Krieg und eine große atomare reelle Bedrohung und eine große Inflation mit großer kaputter Weltwirtschaft und um nicht zu vergessen mit großer Angst, die gerade im Markt herrscht. Das sollten wir natürlich auch nicht vergessen. Naja, okay, aber am Ende geht es ja jetzt um die Frage, für wie wahrscheinlich halten wir seine These. Anhand der Elliott Waves, wir fassen nochmal zusammen, denkt er, es ist prozentual wahrscheinlicher, also wahrscheinlicher bedeutet ja schon mal in dem Umfang mehr als 50%, meint er definitiv, dass wir jetzt gerade eher 100.000 Dollar bei Bitcoin sehen als unter 30.000. Und da muss ich wirklich sagen, da bin ich absolut raus. Ich schätze die Wahrscheinlichkeit gegen Großbild Activated 0. Kurz vor einer Rezession. 0. Halte ich für wirklich komplett absurd und komplett ausgeschlossen. Ich bin aber wirklich gespannt, wie ihr das seht. Ich freue mich echt auf eure Ansichtsweisen dazu, Freunde. Packt dann natürlich in die Kommentare, ist sowieso gut für den Algo und wir haben was zu quatschen. Was wir noch haben, ist eine Werbung, die ich euch jetzt kurz in die Ohren schalle, aber stopp! Großbild Activated, nicht wegschalten, sie hat Mehrwert und einen Geheimtipp. Ich habe für diesen Monat, eine Kooperation mit KuCoin, Freunde. Das bedeutet, die haben sich bei mir gemeldet, haben gesagt, ey, was geht, kannst du eventuell diesen Monat Werbung für uns machen, wir zahlen dir hier Betrag XY. Ich habe gesagt, ja klar, weil KuCoin, wissen wir alle, ist eine saubere Plattform, die ist groß, bekannt, da gibt es nichts zu meckern so. Aber ich habe die angenommen, weil ich wusste, wir haben hier einen klaren Vorteil, den ich an euch weitergeben kann, weil jetzt passt auf, Freunde, Fuchsmodus activated. KuCoin, Freunde, ist halt KuCoin. Die sind zum einen cool, weil, wie gesagt, wir kennen die alle schon und die haben auch immer so die meisten kleinen Low Caps, die sonst niemand hat. Dazu haben die jetzt gerade eine Aktion, wo jeder sich über unseren Link, der sich anmeldet, einen $500-Bonus bekommen kann. Soweit cool, aber jetzt kommt erst der Master-Move. Ihr wisst, dass wir als Partner noch Atani haben. Und Atani ist, wie ihr wisst, ein Handelstool sozusagen, wo wir uns anmelden. Dann hast du da halt Charts, Coins, kannst da Chart-Analysen machen und so über Trading. Die haben sogar ein Steuertool, weil kostenlos unsere korrupte Steuer macht. Atani ist komplett kostenlos, an der Stelle wichtig zu sagen. Und die funktionieren ja so, dass die Partnerschaft mit eben gewissen Krypto Börsen haben, weil auf den Börsen, auf denen wir angemeldet sind, ich sag jetzt mal beispielsweise, weiß ich nicht, Coinbase, die verbinden wir über die API mit Atani. Atani spiegelt dann sozusagen als Dashboard unser Portfolio von Coinbase, ne, weil wir haben ja Coinbase ausgewählt. Und jetzt können wir eben über Atani, wenn wir, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, Bitcoin kaufen wollen, gucken, wo ist Bitcoin am günstigsten. Atani zeigt uns das ja an, Coinbase oder Binance, und dann kannst du mit einem Klick halt Bitcoin zum günstigsten Preis kaufen und das halt eben über Atani, weil die wickeln das dann über Coinbase ab, meinetwegen. Atani ist auch in Partnerschaft mit KuCoin. Und jetzt kommt der Trick, weil die in einer Partnerschaft sind, bietet Atani jedem, der sein KuCoin-Konto mit Atani verknüpft, nochmal 10% auf die Handelsgebühren bei KuCoin, wenn du halt da kaufst über Atani. Das heißt jetzt für uns, Freunde, wir verprügeln zwei Fliegen mit einer Klappe. Können erstens Geld geschenkt bekommen, und Geld geschenkt bekommen ist immer gut, wenn wir ehrlich sind. Und wir sparen sogar noch Geld. Und Geld sparen ist auch immer gut, wenn wir ehrlich sind, Blatt. Das würde bedeuten, also Step 1 ist auf KuCoin anmelden über unseren Link. Dann landet ihr hier, könnt ihr euch da registrieren und dann steht dir nochmal bis zu 500 USDT Bonus für neue Benutzer. Dann, Freunde, bei Atani anmelden, das machen wir hier, ne, starte jetzt kostenfrei. Auch natürlich über unseren Link, ist ja klar, ist wie gesagt komplett kostenlos. Dann bei KuCoin den API-Schlüssel holen und KuCoin mit Atani verknüpfen. Fertig, das war's schon. Das ist ungefähr ein Zeitaufwand von 5 bis 10 Minuten. Und jetzt hast du natürlich zwei Vorteile. Du nutzt jetzt erstens mit Atani die beste Handelsplattform. Das ist aus meiner Sicht einfach so, das meine ich auch wirklich ehrlich. Ihr wisst, Atani ist mein längster Partner. Das war die erste Partnerschaft, die ich hatte. Und die haben wir so lange, weil ich wirklich von Atani überzeugt bin. Und wenn du jetzt über Atani bei KuCoin deine Coins kaufst, dann sparst du 10%. Alter, sind wir geil. Und du unterstützt mich und diesen Kanal natürlich noch immens, weil meine Partner sagen, ey, geil, Junge, wegen dir haben wir wieder ein paar Kunden bekommen. Also, Freunde, gewinnen wir alle. Es ist eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Yay! So, und jetzt bin ich weg. Das ist keine Schleichwerbung. Alle, die neu da sind, gerne einmal unten abonnieren. Teil der Krypto-Gang werden. Großbild ist activated. Die, die länger da sind, die wissen das. Boots! Der Algo, der wird ein bisschen gedribbelt, Freunde.
War, glaube ich, ein schneller Plausch heute. Obwohl, Aufnahme... Na, egal, ich schneide da drunter, Freunde. Alles klar, wir sehen uns später oder wir sehen uns morgen. Ich bin raus. Kommt gut, startet morgen gut in die Woche. Warum sind die Verabschiedungen immer so komisch? Ich verhaspel mich immer und kriege fast einen Schlag am... Ich bin nicht gut mit sowas. Ich bin sozial behindert, Freunde. Alles klar, reingehauen, ciao. I hope you like the video, you know. Please leave a like and subscribe the channel. I love you guys, you see? Yeah, man. Yeah, man.